Hallo und herzlich willkommen zurück in der Disaster Area zu einer neuen Session Super Smash Bros. Ultimate World of Light mit mir, Aranel Melvasul. Die erste Aufnahme im neuen Jahr in der letzten Zeit. Ich habe jetzt länger keine Session mehr gemacht, denn Weihnachten stand vor der Tür und natürlich Neujahr. Und da war ich viel bei Familie und Freunden. Und Akira hat mir netterweise einen seiner GameCube-Controller geliehen, denn ich habe endlich einen Adapter. Ich kann endlich mit GameCube-Patch spielen. Was jetzt für mich natürlich erstmal dann wieder eine Umstellung sein wird, aber das ist schon, also, da muss ich nicht groß nachdenken, da weiß ich einfach, was ich machen muss. Und es ist wirklich nur, also, das wird nicht lang dauern, dann bin ich da wieder drin. Ist natürlich schwierig, weil unterwegs habe ich natürlich die ganze Zeit nicht mit dem GameCube-Pad gespielt, sondern natürlich mit den Joy-Cons. Oh, hallo Yuri, was geht ab? Aber ja, da komme ich bestimmt relativ schnell wieder rein. Ich meine, ich kenne das ja. Smash 4 habe ich auch nur damit gespielt. Brawl habe ich nur mit dem GameCube-Pad gespielt. Gut, bei Smash 4 war es halt einer von diesen Pro-Controller-Dingern. Aber you get the point. Der war sehr ähnlich. Oh, den hier muss ich noch evolvieren. Das können wir ja gleich mal machen. Und hier müsste sich auch etwas getan haben. Ihr werdet jetzt schon sehen. Ich war fleißig. Ich war zwar unterwegs, aber und hatte nur die Joy-Cons. Aber natürlich habe ich ganz, ganz viel Geistertafel gespielt. Habe natürlich World of Light dagelassen, wo es ist. Denn das will ich ja schließlich hier im Let's Play spielen. Und ja, wir haben jetzt ein paar richtig geile Spirits am Start. Wir haben jetzt hier so ein Horror-Kit. Wir haben eine Meisterlin. Wir haben Arceus. Das ist doch schon eine sehr viel bessere Auswahl. Und jetzt habe ich halt auch endlich mal einen roten 4-Sterne. Der ordentlich Power hat. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein blauer 4-Sterne. Und was mir gerade so auffällt, warum zur Hölle hat ein 3-Sterne-Kampf-Pandora mehr Power als Arceus? Ein 4-Sterne-Gott. Was ist denn da los, Arceus? Das ist nicht gerade gut. Aber jetzt brauche ich natürlich ausgerechnet eigentlich einen blauen, aber Xerneas, bisschen drunter, sollte aber auch gut gehen. So, wir spielen momentan wieder mit unserem Yandere Pichu. Mit Pichu habe ich mich echt angefreundet. Auch wenn ich auch Chica und Ike sehr geil finde. Mit Chica habt ihr ja gesehen, warum. Und mit Ike habe ich mich auch inzwischen angefreundet. Den habe ich aber leider hier in der World of Light nicht freigeschaltet. Deswegen werden wir jetzt weiter erstmal wieder Pichu spielen. Wieder erstmal ein bisschen reinfinden. Und in der nächsten Episode, je nachdem, was wir sonst noch so freischalten, dann vielleicht auch noch andere Sachen. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was wir hier eigentlich noch so brauchen. Was habe ich denn hier noch bei meinen Favoriten? Helferschreck brauchen wir jetzt hier nicht. Physische Angriffe, ja komm, warum nicht? Bestimmt nicht verkehrt mit Pichu. Und ja, da haben wir doch hier 11.000 Power. Das sollte doch eigentlich reichen. So, noch gerade auf die Conditions gucken. Helfertrophäen, okay, dann sollten wir vielleicht doch einen Helferschreck einpacken. Es ist so weird, da irgendwie hinzukommen. So, Helferschreck, Fiber, let's go. Ja, Akira hat mir netterweise einen GameCube-Controller gegeben, denn ich hatte zwar noch einen, denn wie gesagt, ich habe früher immer mit dem gespielt, aber genau das ist der springende Punkt. Der ist einfach, gerade der Stick ist einfach so runtergenudelt, mit dem kann man gar nichts mehr machen. So, jetzt erstmal hier Yuri ausweichen. Nicht in den Sucher kommen. Lass das, Yuri, ich bin kein Geist. Oh Gott, ich renne natürlich voller rein. So, mit der Zeit verschwindet die auch wieder, aber es kann ein bisschen dauern. Hm, komm schon. Komm her, Zelda. Das Gemeine ist halt, dass Zelda wirklich die ganze Zeit nur vor einem wegläuft. Ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, einfach versuchen, die Stage kaputt zu machen. Oh Gott, nein, lass das! Geh weg! Aua! Ja. Hätte ich sehen müssen, aber ich dachte mir so, YOLO. Oh nein, da ist sie wieder. Also bin ich jetzt natürlich in einer ganz schlechten Position. Gut, dass wir Pichu haben. Oh, das ist gut. Okay. Desto weniger von der Stage übrig bleibt, desto... Ach du Scheiße, voll in den Upsmash gesprungen.
Das ist nämlich, solange die Stage steht, hat man da immer diese festen Decken und so, wo man Leute nicht durchschlagen kann. Und gegen einen NPC, der die ganze Zeit wegläuft, ist dann natürlich umso schwerer, die Kills zu kriegen. Deswegen will ich die eigentlich schon möglichst loswerden. Aber es gibt ja natürlich auch weniger Raum, um selber irgendwie auszuweichen. Aber naja. Aber. Weil es ist tatsächlich erstmal nicht von Juri erwischt werden, Priorität. Boah. Oh, was? Hab ich trotzdem getroffen. Ah, damit. Hauptsache nicht davon getroffen werden. Nein, sie hat mich geblockt. Was ist das? Okay. Nein, ich wollte eigentlich das Streck. Oh. Momentan mache ich noch sehr viel falsch. So ganz oft Dinge, die ich eigentlich nicht machen will. Alter, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Komm her, Zelda. Komm her, Zelda. Nein, das war so klar. Ich weiß nicht wieso, mit diesem Kampf tue ich mich ultra schwer. Ich hatte auch schon mehrmals auf der Geistertafel, bisher habe ich ihn jedes einzelne Mal nicht hinbekommen. Ich weiß nicht warum. Sei das zu stark. Zelda, finde ich, hat sich in Ultimate nicht so viel verändert, aber schon genug, würde ich sagen. Also, hat auf jeden Fall ein paar coole neue Sachen. Obwohl sie jetzt irgendwie keine neuen Moves hat oder so, jedenfalls nicht großartig was anderes. Aber es ist schon nicht schlecht. Es ist schon nicht schlecht. Haha, so. Oh. Schnell nähernder Sucher. Lass mich in Ruhe. Genau das meinte ich. Das wäre normalerweise Kill gewesen, aber so nicht. Warum treffe ich nicht? So. Jetzt aber, weg damit. So. Ist lang genug gedauert. Schlafschutz hat die, okay. Das macht irgendwie Sinn. Moment, das macht irgendwie keinen Sinn. Wir reden hier vom Charakter, der steht, der aus irgendeinem Grund es für nötig hält, nachts auf einem Berg rumzukraxeln, auf dem es spukt und auf dem sich hunderte Leute das Leben genommen haben. Und das ist ein historischer Fakt. Das macht überhaupt keinen Sinn. So. 2600 Power, das ist jetzt vielleicht ein bisschen angenehmer. So hoffe ich mal. Aber. Oh nein, ich spamme die ganze Zeit diese Geruiden, die hasse ich ja. Und jetzt hat er auch noch Chilis, ist dein Ernst? Ich nehme ja das Ding hier. Geh weg. Aber. Nix da. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich heute zu langsam. Mit all den Angriffen und so weiter. Vielleicht ist heute einfach auch kein guter Pichu-Tag. Vielleicht hat es sich ausgepichut.
Aber vielleicht liegt es jetzt einfach daran, weil ich jetzt länger nicht mehr gespielt habe, aber... Und ich jetzt erstmal mich wieder reinfinden muss. Vielleicht hätte ich doch lieber erstmal Sheik spielen sollen. Obwohl ist eigentlich das Gleiche. Also Pichu, Sheik, halt diejenigen, die eigentlich eher offstage wirklich gut sind. Wobei Sheik halt, finde ich, deutlich mehr Optionen hat als Pichu. Wobei es auch nicht so wirklich stimmt. Aber ja, Fakt ist halt, beide sind besonders gut darin zu edgeguarden. Und das kriege ich gerade irgendwie nicht so gut hin. Boah, merkt ihr, wie langsam ich bin? Ich brauche 3 Jahre, um mich zu entscheiden, was ich tun will. Das ist nicht gut. So, einmal Mine. Oh Gott. Warum Side B? Warum mache ich sowas? Warum dachte ich, das ist eine gute Idee? Ah, um fair zu sein, wenn ich getroffen hätte, dann wäre es eine gute Idee gewesen. Das Problem ist, meistens geht es nicht darum, was man macht, sondern was man eben nicht macht. So. Aber... Manometer. Aua. So, ich nehme mir das hier. Aua. Alter, können die mal aufhören? Ich dachte, ich habe hier den Steel Diver. Scheiß auf Steel Diver. Steel Diver bringt nichts. Steel Diver ist useless. Auf jeden Fall gegen 2. Es riecht nicht mit Projectiles, wenn die ganze Zeit nur mit diesen blöden. Deswegen habe ich mich am Anfang so aufgeregt. Schon so gestöhnt, weil ich wusste, dass passieren wird, weil diese Gyro-Dinger. Oh nein, ich mache es schon wieder. Ich mache es schon wieder. Weg damit. Okay, mach einfach gar nichts, Aranel. Das ist gut. Alter. Jetzt kommen die hier mit Steel Diver und diesem Ding. Den. Wo ist der andere? Da. Da. Okay, der eine fällt einfach runter, ohne dass ich irgendwas dazu beitrage. Du kannst ruhig da so bleiben. Sag mal, wieso schaffe ich es nicht, diesen Typen zu treffen? Immer so lange schweben. Das Problem ist, die schweben auch immer da, wo ich sie irgendwie nicht erwische. Oh oh. Oh nein. Oh nein. Das war ein guter Salvi. So, da. Ah, nicht schon wieder. Immer dieser scheiß Steel Diver. Ah, ich weiß nicht, Leute. Irgendwie, gerade will's nicht. Ich bin irgendwie nicht sehr, sehr aufmerksam, was das angeht. Ich bin irgendwie lahm. Bereit? Los! Ich schieb einfach alles auf meinen linken Zeigefinger. Habe ich nämlich gestern beim Kochen ultra geschnitten. Ich wollte so eine Zwiebel aufschneiden und ich bin sowieso jemand. Ich bin nicht gerade der Geschickteste mit meinen Händen. Deswegen studiere ich auch IT und mache keinen handwerklichen Beruf oder so. Weil ich einfach 2 linke Hände habe. Und ja, deswegen habe ich es dann geschafft, mich eben beim Zwiebelschneiden in den Finger zu schneiden. Und das auch nicht gerade, also es ist schon recht tief, würde ich sagen.
Wenn er nicht das blöde Curry hätte, wäre das so easy, ne? So, einfach ballern. Einfach ballern. Ach, wirklich? Okay, kannst du haben. Willst du jetzt immer noch hier rumschweben? Mein Gott, ey. Leute, das wird eine lange Session. Ich glaube, wir werden nicht viel schaffen in dieser Session. Ah, ein Laden, okay. Oh, Shovel Knight. Ich habe aber nicht wirklich viel GP. Egal, Shovel Knight. Who cares? So, sonst haben wir noch QB. Und ein paar andere weniger interessante Sachen. Shovel Knight, einfach mal Shovel Knight gönnen. So, was ist diese Truhe da? Das ist Anemona. So, wen haben wir hier? Rain. Ja, ja doch, das könnte klappen. Einmal Peach, let's go. Wir beide einfach unsere Smash-Angriffe wasten. Ah, wow, ich dachte, ich gehe nach oben. Ah, leider nicht erwischt. Aber zum Glück früh genug auf die Idee gekommen zu shielden. Das hätte sonst wehgetan. Nein! Nicht schnell genug. Wo kommen die ganzen Pilze her? Naja. Ja, das war ja jetzt schon besser, ne? Seht ihr, kaum hat man mal nur einen Gegner, dann geht das auch. Dann läuft das auch. Die alle hier in Überzahl, ey. So alles gecheatet. Alle gegen mich verschworen. Gib's doch zu. So, was haben wir hier? Ein paar Geisterpunkte. Okay, das ist gut. Ich hatte nämlich gerade keine mehr. Ich weiß nicht, woher das... Also, wie konnte das denn passieren? So, jetzt wollen wir in diese Richtung, weil da oben ist noch ein Kämpfer, den würde ich gern haben. Wir brauchen ein paar neue Kämpfer. Die wir jetzt haben... Die ich jetzt momentan hier so habe. Die haben wir schon alle gesehen. Zumindest die interessant sind. So, war hier irgendwas Besonderes? Nahkampfwaffen und der Gegner ein Schnitter. Also, okay, nichts, was man mit einem Subgeist hinkriegen könnte. Machen wir einfach mal hier. Bonus Attack. Die Special Attack EVs fürs Pichu. Yandere Pichu hat natürlich den Spat komplett nur auf Special Attack und Speed. So sind die EVs verteilt, natürlich. Aua. Aua. Hör auf mich zu kritten. So. Das nenne ich mal einen Crit. Generation 1 Crit mit Pichu. Frag nicht, wie das Pichu in Generation 1 gelandet ist. Bestimmt irgendein Missing-No-Glitch oder so. Gibt's ja genug von. Kann man bestimmt auch irgendwer ein Pichu in Gen 1 cheaten. Okay. Ah. Ich weiß, dass ich eigentlich darüber soll, aber... ist nicht so einfach. Oh, jetzt macht er die Brücke kaputt. Indirekt. Ich wollte sowieso nicht über die Brücke, ich wollte nach oben. Also ja, auf den zweiten Teil dieser Karte kommen wir dann wohl nur, wenn wir da oben dieses Dings gemacht haben. Irgendwo hat mir auch schon noch einen Schalter entdeckt, aber ich finde ihn jetzt gerade nicht. Ach so, da oben. Unter diesem Weltraum-Dingens, da bei diesem Teich oder was das ist. So, hier haben wir einmal Pico aus F-Zero. So. Ah, Moment mal. Da habe ich gerade irgendwas von Ultra mit Ultra... Was ist Ultra-Laserknarre?
Ich kenne eine Laserknarre, aber was ist eine Ultra-Laserknarre? Naja. Gegengewicht. Was haben wir hier noch? Extra Spezialtechniken. Finde ich auf Pichus eigentlich ganz, ganz gut, weil man benutzt ja seinen B sehr oft und Donner ist natürlich auch super gut. Sollte ich jetzt auch noch mehr verwenden eigentlich? Bisher tue ich das kaum. Was eigentlich dumm ist, weil es ist super gute und eine von Pichus einzigen Kill-Options. Aha! So. Aua! Ich wollte eigentlich damit vorbei, aber... Oh shit, da war eine Mine! Hallo Mine! Ich hab dich nicht gesehen, Mine! Was geht ab, Mine? Oh Mann! Ah, diese blöde Laserpistole. Die Ultralaserknarre, was auch immer das sein soll. Oh, das war... Ah! Ah! So muss das aussehen! Ich habe ja gesagt, das dauert ein bisschen, bis ich drin bin, aber wenn... Ah! Da bin ich ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Die ganze Zeit so verkackt, aber jetzt, ey, wunderschön. Wunderschön. Einfach nicht so viel nachdenken, das ist manchmal besser. Ach cool, jetzt können wir dieses Ding benutzen. Ich weiß nicht, was das uns bringen soll, aber irgendwas muss es ja bringen. Gut, auf die Rennstrecke wollten wir auch schon. Das ist doch gut, dass wir erst hier hoch zu Lucario gegangen sind. Lucario können wir gerne dann in der nächsten Episode spielen. Jetzt bestimmt nicht mein bestes Pokémon. Auf jeden Fall eins meiner Lieblings-Pokémon. Lucario mag ich sehr gerne. Nur bisher in den Smash-Spielen habe ich es nicht ganz so gerne gespielt. Ja, am Arsch erwischt. Ein Scheiß hast du erwischt. So. Nein. Das wollte ich nicht. So Sachen kann man aber tatsächlich machen. Und weg damit. Nice. Und noch ein paar Lernjuwelen. Ja, Lernjuwelen brauchen wir ja noch jede Menge. Ich glaube 80, da könnte man eigentlich mal nachgucken. Die müssten wir jetzt inzwischen zusammen haben. Glaube ich. So, Lucario. Oh, wieder ein Event. Was geht jetzt ab? Ach, bestimmt, weil ich jetzt so und so viele Kämpfer befreit habe, oder? Sind da wahrscheinlich nicht so cool. Aha. Oh, was ist das denn? Ist das Draculas Castle? Hm, nach oben wäre ja auch interessant. Da müssen wir ja auch noch hin, weil da auch der Schalter in der Richtung ist. Also würde ich eigentlich gern erstmal runter zur Rennstrecke. Bevor wir hier schon wieder neuen Kram anfangen. Oh, Merrick! Hallo, Merrick! Rennen, Pichu! So, hier verspürt jetzt erstmal ein Smogmog den Weg. Aber ich gucke jetzt erstmal nach dem Wissensbaum und eigentlich ist die Episode jetzt auch schon wieder zu Ende. Da gucke ich nur gerade hier noch. Ja, Metallschreck haben wir. Oh, das ist natürlich sehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das mit Subgeistern stackt. Ich gehe mal davon aus. Ist auch der Grund, warum ich hier unten die Reihe nicht machen werde, weil Resistenz ist schön gut, aber du hast auch Subgeister, die es einfach komplett negieren. Und wie ich bei Feuerböden bemerkt habe, Resistenz alleine bringt ja nicht so viel, weil du kannst trotzdem nicht den Boden berühren, weil er dir sofort Damage macht und dich sofort wieder nach oben schleudert und man deswegen trotzdem nichts machen kann. Da bringt es auch nichts, wenn er 0,1% Schaden macht. Das ist trotzdem ätzend, trotzdem nervig. Deswegen, wir werden jetzt hier noch hier diese Luftangriffe, wenn wir uns holen und Smash-Vergifter. Kostet natürlich auch jede Menge. Und sobald wir das haben, orientieren wir uns vielleicht mal hier nach oben rechts. Hier gibt es auch noch ein paar schöne Sachen.
Sturzvermeider, okay. Aber danach geht es richtig los, weil hier gibt es dann noch verbesserte Würfe, plus 2. Und hier oben drüber dann ein Luftsprung, plus 1. Und ja, so wird Little Mac selbst Little Mac zum Top-Tier. Und hat eine gute Recovery, wenn man einfach noch einen Sprung mehr hat. Denn es gibt wohl auch Subgeister, wie ich von Akira erfahren habe, die zusätzliche Luftsprünge haben. Und ja, damit kann man dann auf Little Mac dann einfach mal 3 Luftsprünge haben. Jeder kann in diesem Spiel ein Kirby sein. Ist natürlich dann schwierig, das Ganze irgendwie zu handeln, weil natürlich hat man das nur in der World of Light. Wenn man dann eine Geistertafel spielt oder halt auch Smash gegen andere, das ist natürlich nicht mehr so. Also wahrscheinlich das Schwierigste ist, überhaupt dran zu denken, dass man mehrere Sprünge hat. Aber solange man weiß, wo man sich befindet, ist das natürlich geil. So, was haben wir denn hier links noch so? Katapultierschutz, Sprint, ja okay. Luftangriff, Explosionsabwehr. Starke Angriffe und starker Smash, das ist natürlich geil. Katapultierschutz, Luft, ja. Doppel-Ultra-Smash, oh, das, ja, kostet nicht umsonst 150 Lernjuwelen, das ist ein bisschen broken. Und die Waffenresistenz ist bestimmt auch nicht schlecht, gerade gegen die ganzen Fire Emblem-Charaktere und so weiter. Hier hat man nochmal Spezialtechniken und diese ganzen Schildsachen. Und ja, hier unten sind eben auch noch diese ganzen Immunitäten und sowas, naja, eher Resistenzen. Was natürlich nicht ganz so gut ist, wie einfach die Subgeister zu verwenden. Naja, ich glaube tatsächlich, wenn wir das erledigt haben, da unten rechts, dann machen wir hier oben rechts weiter. Und werden dann gucken, dass wir diesen Luftsprung freischalten und hier sind noch ein paar andere ganz gute Sachen. Hier haben wir noch zum Beispiel diesen Ultraschnelllader. Aber ja, das ist natürlich alles Zukunftsmusik. Jetzt werden wir uns erstmal hier auf die zwei Sachen hier noch konzentrieren. Da brauchen wir 260 Lernjuwelen. Da sind wir erstmal eine Weile dran. Das wird uns schon noch lange genug beschäftigen. So, in der nächsten Folge geht es dann hier auf die Rennstrecke. Wir haben jetzt Lucario freigeschaltet. Den habe ich auch noch nicht ausprobiert. Denn dann werden wir mal in der nächsten Folge, werde ich den mal ausgiebig testen und mal gucken. In vorigen Teilen war mir immer, ich weiß nicht, der ist irgendwie ein bisschen träge. So ähnlich wie bei Link auch, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber bisher kam ich nicht ganz so gut mit Sim zurecht. Aber vielleicht ist es in Ultimate anders. Sehen wir dann mal in der nächsten Episode. Haut rein und bis zum nächsten Mal.